So, hallo, guten Morgen zusammen. Am Ausgehen von meinem TraderFox-Video habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch mal, wie ich verschiedene Sachen mir in TradingView anzeigen lasse. Jetzt hier speziell mal alle Großindizes, den Weltmarkt, verschiedene Bonds und verschiedene wichtige Bearish oder Bullish ETF. Ich benutze die Pro-Version von TradingView. Also ich weiß nicht genau, ob ihr diese Sektionen hier erstellen könnt. Ich glaube auch, dass ihr in der freien Version nicht so viele Watchlists oder kaum Watchlists oder gar keine benutzen könnt. Als kleiner Tipp, mir wurde gesagt, aber selbst nicht getestet, dass man über die Handy-App wohl auch mit Watchlists arbeiten kann. Testet es mal aus. Es ist ja immer schwierig, wie man den Überblick auch wieder behält. Ich habe mir dazu eine kleine Liste gebaut, wo ich verschiedenste Sachen mehr oder minder auf einen Blick anzeigen lasse. Und zwar sind es hier die wichtigsten Future-Werte, also allen voran SPY, also S&P 500 Future, Nasdaq Future, den Dow Jones, den Russell 2K Future und so weiter, dann die eigentlichen ETFs, die man dann später handelt während der Marktsession und verschiedene andere Weltindizes, allen voran die DAX Futures, dann England, Australien, China, Indien und Japan, dann verschiedenste Inverse ETFs und VIX, wo ich eben im Zweifel gegen Marktdurchbrüche hedge oder eventuell auch kurzzeitig handle mit Calls und Puts. Dann die verschiedenen Bonds, hauptsächlich eben die US-Bonds, aber auch die deutschen und einen europäischen und einen Japan-Bond. Und dann für mich eben für meinen Watchlist hauptsächlich die Subsektoren-ETFs, die ich dann meistens am Wochenende eben kurz analysiere, um dann die Watchlist für Mauerstraßenwetten letztlich zu erstellen. Ich denke, das ist selbsterklärend, vor allem hier der obere Bereich, das ergibt sich eigentlich ganz schön, dass man auf einen kurzen Blick sieht, wie viel Rot, wie viel Grün im Zweifel man hat und wie der Markt so reagiert, auch wenn man wie gestern zum Beispiel verschiedene wichtige Veröffentlichungen von Marktwerten hat oder Wirtschaftsmeldungen oder Fed-Speeches, dann kann man hier eigentlich recht schnell schauen, wie der Markt reagiert. Eine Besonderheit, die vielleicht die wenigsten kennen, man kann innerhalb von TradingView Kompositwerte bilden. Und zwar habe ich hier praktisch einen Kompositwert aus den Futures vom S&P 500 und dem Nasdaq. Ist eine einfache Addition, sollte klar sein, aber gibt mir doch auf einen Blick nochmal einen kurzen Wert, wie es um den Gesamtmarkt bestellt ist. Meistens hat man ja während eines normalen Handelstages doch eher, dass das einer der beiden besser performt als der andere. Gestern hat zum Beispiel der SPY sehr gut performt gegen den Tag über oder war zumindest grün, sagen wir es mal so. Und der Nasdaq war kontinuierlich rot. Und praktisch in diesem Kompositwert habe ich dann eine recht gute Ansicht, wie das so aussieht. Genau, das war eigentlich auch schon der Inhalt des Videos. Ich kann ja euch noch die Watchlists ein bisschen zeigen, wie ich grundsätzlich die Watchlists organisiere. Also ich habe hier oben, sage ich mal, regelmäßig genutzte, die verschiedenen Werte, die ich fürs SPY Scalping verwende. Also wenn ich aktiv mit ein- oder null-Tages Expiration Dates SPY scalpe, also Daytrade oder QQQ in seltenen Fällen. Aber verschiedene Aktien, die ich scalpen werde, alte Werte von den Watchlists, auf die ich eventuell nochmal zurückfalle, die aktiven, die nicht bei euch in der Watchlist sind, dann, das habe ich mir tatsächlich extra für Mauernstraßen mitgemacht. Wir haben ja die 1 Billion Dollar, also unterhalb einer Milliarde Market Cap, darf ich ja nicht bewerben oder posten. Von daher, wenn ich interessante Aktien finde, die eben darunter fallen, kommen die bei mir in eine eigene Liste, dass ich da nicht die Mods erzürne. Das sind Announced Plays abseits der Watchlists, meine Holdings, verschiedene Dividend-Stocks, ehemalige SPAC-Stocks, die ihren IPO hinter sich haben, wo ich eben ganz gern mal einen Überblick halte, wann sie auf dieses 10-Dollar-Niveau runterfallen, eine alte Indexliste und eben die verschiedenen Watchlists der letzten Kalenderwochen.
Hieraus bilde ich dann mit anderen Screenern letztlich die neuen Watchlists. Es lohnt sich immer, auch mal auf alte Plays zurückzuschauen. Das merkt er ja auch bei mir. Und genau, so benutze ich erstmal grundsätzlich die Watchlistenfunktion. Ich bin dabei, das Gleiche auch nochmal für die ganzen Coins zu machen, also Kryptos. Ich handle selbst nicht. Ich habe nur verschiedene Krypto-Aktien, aber ich charte es dann doch gerne, vor allem für die Discord-Leute. Hierzu mache ich vielleicht heute oder die nächsten Tage noch ein Video über das Volume Profile. Das lohnt sich meiner Meinung nach vor allem für Kryptos und für die großen Indizes, für einzelne Aktien teilweise, aber ist ganz sinnvoll. Also ihr seht hier zum Beispiel schön, das wird euch jetzt noch wenig sagen, aber vielleicht mache ich tatsächlich ein Erklärungsvideo, dass sich heute der Bitcoin wunderbar an dem Montags- bzw. Dienstags Volume Area High orientiert hat und das mit zusammen mit der EMA 200 auf dem 30-Minuten-Chart als Support nimmt. Aber das war nur ein kurzer Ausblick. Dann beschließen wir das Video, damit ihr nicht so lange gucken müsst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, wenn es euch interessiert. Und wenn ihr Wünsche habt, was ich in Zukunft so in kurzen Videos erklären soll, schreibt mir und ich schaue, dass ich das da irgendwie in meinen Terminplan reinkriegen kann. Danke und habt einen guten Tag. Ciao.